injiziert, ne? Aber ich würde mich erschießen, wenn die auch nur einen Fleck hätte. Die Banane ist vielleicht von Journalisten oder anderen zu einer Art Symbol wiederum gemacht worden. Und immer wieder die goldgelben Bananen hier bei uns für nur 99 Pfennige. Die gab's hier überhaupt nicht. Wer hat heute noch keine Banane gegessen? Na komm, komm, Vater, du kriegst auch eine Banane, tut für den Nerven. Die Südfrüchte waren schwer zu besorgen, kosteten Geld. Na Mutti, hast du heute schon eine Banane gegessen? Wenn wir sie nicht verkaufen können, verschenken wir sie ihm. Der Lehrer hat ja Fritzchen gefragt in der Schule, warum ist die Banane krumm? Und da hat Fritzchen gesagt, weil sie immer einen großen Bogen um die DDR macht. Was Fritzchen nicht ahnen konnte, die Banane reifte zu einer wahrhaft historischen Frucht. Kriege und Revolutionen wurden ihretwegen angezettelt. Dort, wo es sie nicht gab, wurde sie zum Mythos. Das Jahrhundertfrüchtchen hat sogar ein eigenes Museum. Der Direktor war durch die Wende ganz aus dem Häuschen. Es war die totale Bestätigung des Sammelthemas, dass zu dem Augenblick die Frucht des Imperialismus, die für die Ungerechtigkeit, für die Ausbeutung von Entwicklungsländern plötzlich zur Ehrenrettung, kann man sagen, von diesem Stigma befreit wurde, zur Ehrenrettung, zum Symbol der Freiheit, zur deutsch-deutschen Vereinigungsfrucht wurde. Und das ist nun mal nachgewiesen. Das war ein ganz beglückender Augenblick. Unsere DDR Mitte der 50er Jahre. Das sind wir. Das auch. Und das natürlich auch. Die Wirklichkeit hinkte leider immer hinterher. Fabriken wurden demontiert, Reparationen ans sowjetische Bruderland gezahlt. Und so marschierten sie, dem westdeutschen Imperialismus zum Trotz, mit leeren Beuteln in eine lichte Zukunft. Der Landsmann West konnte da schon anders loslegen. Nach Marshallplan und Währungsreform füllten sich die Geldbörsen mit harter D-Mark. Auf den Obst- und Gemüsegroßmärkten tauchten wieder die ersten Südfrüchte auf. Bald nach der Währungsreform waren wir im Westen ja privilegiert. Wir haben alle möglichen exotischen Obstsorten zu kaufen bekommen. Das war dann eine Frage des Geldbeutels. Nun, das sollte bald anders werden. Nach der Losung Bananen auf jeden bundesdeutschen Nierentisch. Die exotische Frucht wurde das Symbol von Wohlstand und wirtschaftlicher Kraft. Durch die zollfreie Einfuhr war sie billig und für jeden erschwinglich. Für Adenauer war die Banane Hoffnung und Notwendigkeit. Er unterschrieb die Beitrittsverträge zur EG nur unter der Bedingung, dass die Freizölle für Bananen den Deutschen erhalten blieben. Die Banane hat für die Deutschen immer schon eine ganz besondere Rolle gespielt. Ich weiß auch nicht, weshalb der Herr Adenauer damals ausgerechnet die Banane zollfrei hat machen lassen. Aber es war einfach so. Banane hat scheinbar einen gewaltigen Symbolcharakter. Im Westen hat der, wie gesagt, Adenauer es geschafft, diesen Hoffnungsträger ins Land zu holen, in beliebiger Menge und damit eben auch das Volk in irgendeiner Weise auch zu befriedigen und auch wieder Pluspunkte für sich, für seine Politik zu sammeln. Während es im Osten nicht so einfach war mit den Devisen, die Verbindung mit den östlichen Nachbarn, das waren natürlich keine Bananenrepubliken. Dort hat man keine Bananen in beliebiger Menge produzieren können und auch nicht liefern können. Da musste man sich was anderes einfallen lassen, um eben diesen übersteigerten Wunsch nach der Banane zu befriedigen. Ja, bitte. Das DDR-Fernsehen erklärte es seinen Zuschauern an einem typisch reich gedeckten Abendbrottisch. Schwer verdauliches, vor allem für die vorlaute Jugend. Mutti, kann ich nicht lieber eine Banane haben? Nein, erst isst du deine Schnitte auf und hinterher kannst du eine Banane essen, ne? Ach, hast du immer wieder Bananen gegeben? Na, schließlich wachsen ja Bananen nicht hier bei uns. Die müssen wir doch einführen. Naja, nicht nur Bananen. Und was denn noch? Und was glaubst du wohl, mein Junge, wenn wir die Importe nicht hätten, was hier von unserem Tisch alles verschwinden würde? Könnten Sie sich heute noch einen Laden vorstellen, in dem es keine Importwaren gibt? Konnten wir uns leider vorstellen. Öfter als uns lieb war. Denn ohne den Export der einheimischen Weltklasse-Exponate gab es keinen Import. Und das kam schon mal vor. Also nicht nachlassen.
Der Außenhandel geht uns alle an. Denn vergessen Sie nicht, Voraussetzung für den Import ist der Export. So einfach konnte sozialistische Planwirtschaft sein. Alle Importe, auch die Bananen, reifen in unserer Republik. Maschinen made in GDR gegen Südfrüchte. Das war echt der Hammer. Importe bedeutet für uns Importe aus kapitalistischen Ländern oder aus Entwicklungsländern, die gegen Devisen verkauft haben. Auch in den Entwicklungsländern, mit denen wir gute Beziehungen hatten, waren die Plantagen und die Betriebe, die Bananen anboten und produzierten, meist in der Hände von ausländischen Unternehmungen. In den 60er Jahren kamen die ersten Bananendampfer direkt nach Rostock. Ausgepackt wurde die exotische Fracht, nicht ganz nach internationalem Standard, in echter Handarbeit. Der Bananenkai wurde zu einem beliebten Arbeitsplatz. Bei den ersten Schiffen, die wir abgefertigt haben, da war das also wirklich so, dass man da auch, die sich auch schon ausgetauscht haben. Wer hat nun die meisten? Ich besinne mich also ein Kollege von mir, der hatte dann erklärt, er hat also 38 Bananen in der Schicht gegessen. Und na, das fanden wir schon recht beachtlich. Das war schon eine gute Leistung, ja. 38 Bananen, die bekamen die meisten Ostdeutschen nicht mal im Jahr. Für sie blieben es Träume von fernen Ländern und exotischen Früchten. Verirrte sich die Südfrucht tatsächlich mal in den DDR-Handel, dann hieß es für die kaum verwöhnte Kundschaft volle Konzentration. Die Information über Bananenlieferungen kam immer zur falschen Zeit. Zum Beispiel, wenn man auf Arbeit war. Da ging die Tür auf und da hat jemand reingerufen, in der Kaufhalle gibt's Bananen. Ja, du konntest ja nicht einfach fortrennen. Da hast du nun gewartet. Hoffentlich ist bald Mittagspause oder Frühstückspause, dass du gehen kannst und die Bananen holen. Aber dann waren sie auch schon manchmal alle. So war's. Auch die Händler waren nicht immer auf dem Laufenden. Sie bekamen ihre Tipps auf verschlungenen Wegen, direkt von der Basis. Es kam dazu, dass vor meinem Geschäft in der Koppistraße Leipzig sich eine Schlange gebildet hatte und ich im Geschäft selbst gar keine Ware zur Verfügung hatte. Bin ich dann rausgegangen zu den Kunden und habe gesagt, warum bilden Sie jetzt hier vor mir eine Schlange, wo ich doch gar keine besonderen Artikel zu verkaufen habe. Da sagten die Kunden, ja unten in der Breitenfelder Straße, Ihr Kollege, der hat schon Bananen bekommen. Und da wir wissen, über lange Jahre ist dieses Wissen gewachsen, dass Sie der Nächste sind, da kommen wir schon hierher, stehen als Erste in der Reihe und können dann gleich die Bananen kaufen. Ausgerechnet Bananen. Bei diesem spaßigen Hit haben sich die gebeutelten Zuschauer wahrscheinlich gebogen vor Lachen. Nicht Bohnen, auch keine Melonen, das ist ein Schikan von ihr. Auch für diesen Gemüsehändler war das Lied ein Heidenspaß. Bananen in den frühen 70ern? Wirklich lustig. Das war furchtbar für die Leute, dass das alles kontingentiert war und dass das nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Ne? Das hat uns schon wehgetan, das den Kunden nicht so zu geben, wie er es gerne haben möchte. Anfang der 70er sollte die saure Gurkenzeit vorbei sein. Statt der einheimischen Grünen die exotische Gelbe ins Konsumregal. Die geheime Ministerratssache 402-72 verhandelte den groß angelegten Import von Bananen. Hinter verschlossenen Türen konstatierte man nüchtern den Zustand. Die Versorgung der Bevölkerung erfolgte unkontinuierlich und nach Schwerpunkten und ist nicht ausreichend. Jährlich wurden damals bis zu 35.000 Tonnen importiert. Das entsprach etwa 1,5 Kilo pro DDR-Kopf im Jahr. Fast 10-mal weniger als in der Bundesrepublik. Da gab es auch einen Beschluss zu Bananen. Den hatte man ausgearbeitet. Aber da endete, soviel ich weiß, auch mit der Aufforderung, 90.000 Tonnen oder sowas zu importieren, um die Versorgung einigermaßen sicherzustellen. Das sollte 37 Millionen Valutamark, also Devisenmark, kosten im Jahr. Und auch da hat es schon Schwierigkeiten gegeben, die aufzubringen. Und vor allen Dingen nicht nur die Bananen hier ranzubringen, sondern die müssen transportiert werden. Der Transport war teuer. Ja.
Da waren sie wieder, die drei Probleme. Die Bananen mit angemieteten Schiffen nach Rostock bringen? Gut. Das Löschen der Ladung mit veralteten Technologien? Bitteschön. Aber man brauchte auch genügend Spezialwaggons. Die wenigen vorhandenen der Reichsbahn waren in schlechtem Zustand. So, nun ist es natürlich bei der Banane ist natürlich ein sehr empfindliches Gut, das eine besondere Behandlung bedarf, auch auf dem Transport dann. Da gibt es also besondere Wagengruppen der Eisenbahn, die also besonders isoliert sind, aber nicht nur isoliert, sondern im Winter natürlich auch beheizt wurden damals mit sogenannten Bananenöfen, wie wir gesagt haben, also Blechöfen, die in die Waggons eingehängt wurden und mit einer Trockenkohle versehen waren, die dann also mit einer Schwelkohle, die dann also geschwelt hat. Und das musste also genau auf den Transportweg berechnet werden. Und das ist natürlich eine Sache, die erforderte ungeheuer viel Erfahrung. Und da haben wir auch sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen, weil eben sehr viel dann eben, nicht mehr heil beim Empfänger angekommen ist. Wir wollten doch wenigstens, dass die Heizanlagen für die Waggons in der DDR produziert werden und nicht noch importiert werden aus westlichen Ländern. Und das war nicht gelungen. Wir fanden dann niemanden, der das übernahm hier. Und trotz Ärger und hin und her hat es nicht geklappt. Ja. Bananenöfen aus dem Westen? Das war zu viel. Die Vorlage wurde nicht bestätigt. Also musste das DDR-Fernsehen die einheimischen Produkte wieder schmackhaft machen. Darf sein Blumenkohl mehr sein? Wie wäre es mit dem gelben Köstlichen? Die werte Kundschaft wurde gewissermaßen verkohlt und veräppelt. Oh, sieh mal, Tini, an allen Ständen stehen die Leute. Auch Jan und Tini vom Kinderfernsehen waren ganz überrascht, als sie über den Markt schlenderten. Da seid ihr ja. Bitte, Gabi, wir möchten auch etwas kaufen. Natürlich, sehr gern. Was darf ich euch geben? Zuerst eine schöne, schlanke Gurke. Schöne, schlanke Gurken gab es wahrscheinlich gerade in rauen Mengen. Die mussten weg. Und Äpfel und Eier auch. Da gab es auch solche Sachen, dass gesagt wurden, also esst nicht zu viel Eier, wenn die Eier knapp waren. Und wenn es genug Eier gab, da gab es die Lösung, nimm ein Ei mehr. Also die Widersprüche, auch ernährungsphysiologisch, was da oftmals auf den Kopf gestellt wurde, das war grandios. Mit einer großen, immer noch anhaltenden Obstschwemme zeigte sich die Natur von ihrer besten Seite und gibt dem Handel manche Nuss zu knacken. Manches Jahr hatten die Bäume nicht so viel getragen, da gab es gar keine, da gab es nicht mal Äpfel zu Weihnachten. Und andere Jahre wieder hatten wir so viel Äpfel, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Und haben sie dann im Oktober, wenn die Studenten wieder voll angefangen haben, in den Saal gestellt, Beutel dazu, in der Hoffnung, jeder nimmt sich einen Beutel voll mit. Nur, dass wir die Äpfel los wurden. Denn wir konnten nicht konservieren, was ja auch sehr angeregt wurde. Manche Einrichtungen haben dann eingekocht oder gefrostet oder getrocknet. Das ging bei unseren Massen überhaupt nicht. Damit konnten wir uns nicht befassen. Denken wir aber auch wieder an das körperliche Wohl. Dazu unsere nächsten Tipps. Ob Äpfel, Eier oder Kohl, alles für des Volkes Wohl. Rotkraut, auch Rotkohl genannt. Ein farbenkräftiges, aromatisches Gemüse. Besonders als schmackhafter Rohkostsalat ist Rotkraut zu vielen Speisen eine wichtige, vitaminreiche Ergänzung. Habe ich auch nichts vergessen? Damit könnte ich ihn überraschen. Ja, darüber wird er sich freuen. Er isst doch so gern etwas Frisches. Gut, dass ich eingekocht habe. Und mein kleiner Spatz freut sich schon auf die besonders süßen Kirschen. Extra für Sie eingekocht. Wollen auch Sie Ihre Familie mit vitaminreicher Kost erfreuen? Dann kochen Sie jetzt ein. Sauerkraut. In ihm stecken viele Vitamine und Mineralstoffe. Sauerkraut als Salat- oder Fleischbeilage ist appetitanregend, verdauungsfördernd und vor allem geschmackbestimmend. Naschen Sie es auch mal roh, denn Sauerkraut ist so gesund. Sauerkraut ist ein sehr ernährungsphysiologisch hochwertiges Gemüse und sollte roh und zubereitet in großen Mengen verzehrt werden, wenn man es verträgt. Wegen Sauerkraut stand hier niemand an. Ein Kilo Bananen für 5 Mark, das wäre es gewesen. Da hätte kein DDR-Bürger auf den Pfennig geguckt. Nach einem Zwischenhoch in den 70ern sanken allerdings die Importe von Bananen in den 80er Jahren deutlich.
Das Besorgen der gelben Exoten wurde ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Das Volk war immer auf dem Sprung. Und wenn da so ein Gemüseauto kam, da sind die Leute schon gerannt, wenn die auf dem Balkon waren, haben das gesehen und haben sich schon angestellt, ohne dass sie vielleicht wussten, was gibt's jetzt. Aber das Gemüseauto war da und jetzt gibt's irgendwann was. Und da haben sich die Ersten schon angestellt. Es kam ja so, dass wir die Schlange nicht voll bedienen konnten. Die letzten 20 bekamen immer nichts. Und dort herrschte dann diese größere Unruhe. Bis zu kleineren Tumulten, möchte ich fast sagen. Große Schlangen fand man in der kleinen DDR überall. Und es gab viele Gründe, sich anzustellen. Auch bei den Ersatzteilen für unsere schicken Kleinwagen. Hier schadeten Beziehungen nur dem, der keine hatte. Wenn man da viel mit dem Trabant gefahren ist und mit Hänger, da ging eben öfters mal was kaputt. Und das konnte man dann eben mit einer Kiste Bananen regulieren, dass man mal einen neuen Motor kriegt oder neue Antriebe. Was sonst sehr schwierig war, die Ersatzteile zu bekommen mit langen Wartezeiten. Ne? Also es war schon ein Zahlungsmittel praktisch fast wie die D-Mark. Wie mit den Fliesen. Jemand sozusagen, da hat man eben getauscht. Kriegst du von mir mal das, gebe ich dir das. Da hat man eben geklingelt. Mal, ne? Du besorgst mir mal die Bleche und so für die Wochenendlaube. Dafür kriegst du heute mal hier, der hat mir doppelt Bananen gegeben. Ja, man konnte schon mit einer Banane, wenn man irgendwo hingefahren ist und wenn es nach Thüringen war, oder ich sage auch zum Monteur und man hatte hinten eine Banane drin, wenn man bei der Banane bleiben wollen, hatte man schon einen Pluspunkt und konnte damit sein Geschäft machen und entweder einen Motor bezahlen oder da unten in Thüringen eine schöne Thüringer Wurst mit hochbringen. Sozialistischer Tauschhandel gehörte zum DDR-Alltag. Die Obst- und Gemüsehändler allerdings mussten vorsichtig sein. Roland Danz fühlte sich manchmal beobachtet von seiner eigenen Kundschaft. Er hat irgendwie im Nachbarhaus gewohnt und konnte direkt uns auf den Markt gucken von oben drauf und hat gesehen, wie viele Bananen da kamen. Und inzwischen hatten wir dann unter Mittag jemanden angerufen, der soll die Bananen abholen. 3-4 Kisten für die Autowerkstatt. Und hat die auch abgeholt, ging alles. Und um 2 stand auf einmal die Arbeiterkontrolle vor der Tür und zählte nach. Sie haben so und so viele Bananen gekriegt, wo sind die 5 Kisten hin? 5 umgeleitete Kisten Bananen. Ein Fall für die Arbeiter- und Bauerninspektion, kurz ABI genannt. Händler Danz bekam für sein Vergehen einen strengen Verweis von der Konsumleitung. Die ABI war zu jeder Zeit überall im Einsatz. Die Devisenkonten des Landes kontrollierte sie leider nie. Der Palast der Republik in Ost-Berlin. Das Haus des Volkes hieß es offiziell. Die DDR-Bürger nannten ihn Ballast der Republik. Denn hier kam alles hin, was es draußen im wirklichen Leben gar nicht oder nur ganz selten gab. Die Banane war jetzt kein spezieller Punkt, aber Südfrüchte, muss ich mal sagen, gab es bei uns ständig. Weil wir ja ein Sonderbereich waren als Palast der Republik. Die Volkskammer war drin, viele große Veranstaltungen. Das heißt, wenn irgendwas an Bananen oder Südfrüchten gebraucht wurde, waren die da. Woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Hier macht man es mit Musik. Dieses kalte Buffet ist für eine Bauarbeiterveranstaltung. Alles zum Wohle des Volkes. In der Palastküche der Republik mangelte es nie an jenen seltenen Früchten, die die Welt bedeuteten. Ausländische Besucher staunten über dieses kleine Schlaraffenland. Nur das eigene Volk reagierte ziemlich sauer auf die bevorzugte Versorgung der DDR-Hauptstadt. Das schmeckte den Nicht-Berlinern überhaupt nicht. Aber für eine Palastrevolution war die Zeit noch lange nicht reif. Also uns hat das auf keinen Fall gefallen, was damals, wie das gelaufen ist, dass Berlin praktisch einen Vorzug hatte gegenüber den anderen Ländern. Aber ich meine, es war nur einmal die Hauptstadt der DDR und man musste sich damit zufrieden geben. Ne? Mein erstes großes Bankett, und da liefen mir eigentlich die Augen über, das war eigentlich der erste Olympiaball. Und die großen Olympiabälle, da war immer alles da, genauso wie große Veranstaltungen wie Parteitage, Volkskammer-Sitzungen. Und
Dann gab es ja auch die großen Bälle. Also an solchen Veranstaltungen war immer alles da. Der Erich bekam immer seine Banane. Und wenn er mal eine Sause machen wollte mit seinem Volk, dann waren sie plötzlich auch da, die krummen Früchte. Ja, die 750 Schafheier, Berlin, da gab es alles. Zur Leipziger Messe gab es alles. Oder, naja, wie gesagt, vor Weihnachten, da kann man auch nicht klagen, da gab es schon auch. Das rief den Volkshumor auf den Plan. Und so hieß es bald, zwei Apfelsinen im Jahr und zum Parteitag Bananen. Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Banane. Drei Rosita seit heute zu einem Kokosnussklack. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen. Bringt die modische Welt, das was Rosita gefällt. Honecker hatte ja wohl mal den Instinkt, dass es den DDR-Deutschen Freude machen würde, vor allem für ihre Kinder Bananen auf den Tisch zu legen. Aber das Geld, das viele Geld, das die BRD damals investiert hat, die überteuerten Autobahnpreise, das viele Geld, das als Kopfgeld von uns für die Entlassung von politischen und anderen Häftlingen gezahlt worden ist, das haben solche Männer wie Schalk-Golodkowski dann eben für andere Zwecke eingesetzt. Dabei wäre es politisch, propagandistisch gut gewesen, wenn man nicht nur in dem privilegierten Ost-Berlin, sondern in der ganzen DDR dann und wann jedenfalls Bananen hätte kaufen können. Aber das hat weder das Glück noch das Unglück der DDR-Deutschen ausgemacht. Aber es gab ja irgendwann dann immer wieder Bananen. Jeder weiß das ja, man musste sich natürlich immer anstellen, wenn es Bananen gab. Oder man musste jemanden kennen, der jemanden kennt. Ja, und da war das natürlich immer ein bisschen problematisch. Ich habe es nicht nur als Erfolg betrachtet, dass wir ab und zu wenigstens die Weihnachtsversorgung sichern konnten. Da war ich froh darüber, dass wir das konnten. Aber da musste dann der Generalsekretär auch von seinem Konto, er hatte ein Konto für besondere Fälle, wo also als Hilfeleistung auch für andere Länder Zugriff haben konnte, reingreifen und sagen, die Weihnachtsversorgung übernehme ich. Außerdem müssen wir einige Nahrungsgüter und Genussmittel einkaufen, wie Kaffee, Kakao und Südfrüchte. Sie wachsen bei uns nicht. Es war gewollt von der großen Politik her. Und wenn Sie so wollen, ich, als Planungschef muss ich das sagen, es war auch der Beginn der Verschuldung der DDR. Und da hat der Handel wieder etwas ganz Tolles gemacht, er hat etwas auf den Markt geworfen. Wenn Sie das kaufen, meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn dieser Artikel mal knapp werden sollte, Sie haben nie Sorgen, Sie haben es immer im Haus, Sie brauchen sich nicht anzustellen, wenn er mal knapp ist. An der Banane allein hat es wohl nicht gelegen. Für einen Spaß in den 80ern war sie allemal gut. Eine Großtat, künstliches Obst für 4,10 Mark. Und dann ist hier eine Banane drin, diese gelbe, die sieht sehr unnatürlich aus, wie Sie sehen. Ich nehme an, der Meister, der sie damals geschaffen hatte, musste aus dem Gedächtnis arbeiten. Mit Humor hat der DDR-Bürger so manchen Mangel verdaut. Und er nutzte jede Möglichkeit, irgendwie doch an die Banane zu kommen. Da gab es zum Beispiel Bananenbrei als Babynahrung. Der wurde offensichtlich nicht nur an die neugeborenen DDR-Menschen verfüttert. Solche Analysen wurden natürlich gemacht, wie jetzt sagen wir mal, wie viele Geburten im Jahr waren, wie viele Gläser sozusagen im bestimmten Alter dann verzehrt werden könnten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ja dem Kind eine feste Mahlzeit gereicht hat, als Glaskost sozusagen gereicht hat. Da kann man schon von ausgehen, dass der Verbrauch wesentlich höher war, als jetzt Säuglinge geboren wurden bzw. in diesem Alter dann waren. Für die ABC-Schützen erfanden kreative Ernährungswissenschaftler Schulmilch mit Bananen- oder Kakaogeschmack. Die Werbung musste allerdings nachhelfen, denn das junge Volk wollte das Zeug einfach nicht schlucken. Mann, hat der Kraft! Lecopress. Das gesunde Kakaogetränk mit Traubenzucker, Pflanzenlecithin, Zucker und Kakao. Ich trinke jeden Tag Lecopress.
den Kraftstoff für kleine und große Leute. Mmh, das schmeckt. Lekopress schmeckt allen. Am meisten wurde getrunken der Schokotrunk. Das war so ein bisschen angedickter Trunk. Der Kakaotrunk nicht. Das war der, wo sie unten alles absetzte. Und man musste ihr schütteln, damit man überhaupt so ein bisschen Kakao hatte. Und die ganz normale Milch. Die wurde von den Kindern getrunken. Aber die Fruchtmilch, weil sie mit irgendwelchen Aromen versehen waren, die so einen komischen Nachgeschmack hinterließen, wurde einfach nicht getrunken. Weil nämlich diese Bananenmilch oder die Fruchtmilch nicht schmeckte. Das durfte man aber so nicht aussprechen. Um den Leipziger Zoo konnte die Banane keinen Bogen machen. Unsere Vorfahren ließen sich nicht mit nachgemachten Aromen abspeisen. Sie pfiffen auf die Devisenknappheit der DDR. Die Neider ließen nicht lange auf sich warten. Ja, das gab es natürlich häufig, dass also die Besucher dann irgendwelche Bemerkungen fallen ließen, dass es den Affen besser ginge als ihnen oder so etwas. Und man dann natürlich ein paar erklärende Worte sagen muss, dass wir uns schließlich unsere Ernährung ja selber zusammensuchen und basteln können und dass zwangsläufig die Affen also irgendwelche Südfrüchte dringender brauchen als wir. Gut, die Affen waren privilegiert. In sozialen Härtefällen aber mussten auch sie sich beugen. Es gab nur ganz seltene Ausnahmen, wenn ein Kollege ein Kind hatte, was im Krankenhaus lag und dort nicht versorgt werden konnte. Dann wurde mit Absprache mal eine oder zwei Bananen abgegeben. Ansonsten wurde das Tierfutter auch als Tierfutter verwendet. Und wenn ein Affe seine Banane nicht gegessen hat, wurde die einem anderen Affen gegeben. Wenn die Bananenlieferungen in solchen Fällen ausblieben, beispielsweise bei Erkrankungen von Menschenaffen, dann haben wir schon alle möglichen Hebel in Bewegung setzen müssen, um zu Bananen zu kommen. Es gab hin und wieder die Möglichkeit, dass wir uns über die Leipziger Intershop-Läden mal zu ein paar wenigen Bananen verhalfen, die einfach nur dafür verwendet wurden. Es gab selbst die Fälle, wo wir nach Berlin einen Mitarbeiter schickten, der dort in die Reserve der Interhotels abdelegiert wurde und dann mal eine Staude Bananen nach Leipzig brachte, um wenigstens solche unbedingt notwendigen Dinge zu kriegen, wenn man auf Bananen wirklich angewiesen war. Alles zum Wohle des Affen. Im Zentralen Ernährungsinstitut der DDR forschte man für die Gesundheit des Menschen. Was isst er oder wie viel? Ende der 80er Jahre kamen die wackeren Forscher dann bei einer deutsch-deutschen Vitaminstudie zu einer erstaunlichen Erkenntnis. Ein anderes Ergebnis war, und das war für uns sehr überraschend, dass der Obst- und Gemüseverzehr fast gleich war. Da gab es keine mengenmäßigen Unterschiede. Und das war für uns ganz verblüffend, weil wir immer gesagt haben, wir haben zu wenig Obst und Gemüse verzehrt. Aber das lässt sich auch ganz schnell erklären, denn in der DDR gab es zwei Dinge, die immer fast immer im Angebot waren. Das war der Weißkohl, zum Teil auch ein bisschen Rotkohl, und der besondere Apfel, nämlich der goldene köstliche oder der gelbe grässliche, wie es im Volksmund hieß. Und was natürlich fehlte, waren eben die Südfrüchte, wo also Abwechslung hineinkam. Aber auch da war es nicht immer so, dass man keinen Apfelsinen essen konnte. Denn es gab nämlich die Kuba-Orange. Und diese Kuba-Orange, die konnte man schlecht abschälen, aber man konnte daraus einen hervorragenden Saft machen. Die Kuba-Orange sollte es richten. Im Westen durchaus beliebt, weil sie dort gleich in die Saftpresse ging, wurde sie dem Ostler auf den Gabentisch gedonnert. So hatte sich der DDR-Bürger sein Glück nicht vorgestellt. Es gab Kuba-Orangen, aber die haben nicht so gut geschmeckt. Die wollten die Leute nicht so, die gab es schon mehr. Aber die wollten eben alle die Navel-Orangen haben, die Leute. Sie wissen ja, wie sowas ist. Navel-Orangen. Der Bürger Ost war aber auch anspruchsvoll. Die Freunde auf der Insel sollten ihre Apfelsinen doch selber essen und ihre kleinen Bananen gleich dazu. Ja, wir haben auch mal eine Tour gemacht mit mehreren Leuten. Frank Schöbel war bei, der Thomas Lück war bei und ja, viele andere noch und Artisten. Und da haben wir eine Reise nach Kuba gemacht. War natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und dass wir da mal hin durften. Und
da habe ich mich gewundert, dass die Bananen so klein waren. Waren also ganz, ganz kleine Bananen, na ganz kleine nicht, aber halb so groß, wie wir sie eigentlich kennen, wenn wir sie bekommen haben. Naja, es hat den Versuch gegeben, wie gesagt, die Kuba-Banane zu importieren, aber die ist nicht angenommen worden. Die ist zwar eine, wie Sie kennen, eine sehr süße und schmackhafte Banane, aber sie ist, entspricht eben nicht dem Geschmack einer Banane, wie es sie heute in Deutschland gibt. Staatsbesuch in Mosambik. Der junge Nationalstaat war auserkoren, um eine riesige DDR-Bananenproduktion aufzuziehen. Erich Honecker, noch jung und dynamisch, wollte dafür Maschinen und Know-how liefern. Ein letzter Versuch, endlich das leidige Bananenproblem zu lösen. Und fast war alles Banane. Da war am Anfang noch gar nicht Banane die Rede, da war von tropischen Früchten überhaupt die Rede. Ja. Und dann war aber auch begonnen worden, das mit Bananen zu machen. Was immer erst, da Mosambik bis dahin nicht ein bananenproduzierendes Land war, wieder Zeit kostete, wieder Aufwand und wieder Zeit kostete. Und wieder ein vertrauliches Papier, das Bananenprojekt. Eine 250.000 Tonnen Bananen. Die DDR wäre komplett versorgt. Allein der Bürgerkrieg in Mosambik machte den kühnen Wirtschaftsplanern einen fetten Strich durch die schöne Rechnung. Gut, war wieder nichts. Manch DDR-Bürger nahm schließlich den Bananenimport selbst in die Hand. Der gute Onkel aus dem Westen sollte nicht nur Kaugummis, sondern auch Bananen einpacken. Solch privater Ost-West-Handel machte irgendwann auch keinen Halt mehr vor den höchsten Vertretern der Politik. Ich selber habe einem Baby, einem Kleinkind aus der Familie eines Pankower Pastoren gelegentlich Bananen mitgebracht und habe mich immer ein wenig geschämt, weil die Banane ja doch auch ein Symbol der westdeutschen Überflussgesellschaft war, obwohl normalerweise Bananen ja kein besonders kostbares Obst sind. Na, das sahen wir aber ganz anders. Von wegen Banane kein wertvolles Obst. Der Westbesuch allein war schließlich auch machtlos gegen die bescheidenen Obst- und Gemüseregale in der DDR. Bis alles eine überraschende Wende nahm. Ist weg! Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! Die Mauer musste weg. Na klar. Damit wurde auch der allerletzte Bananenwitz zur Legende. Was passiert, wenn man eine Banane auf die Mauer legt? Dort, wo jemand reinbeißt, ist Osten. Endlich sollte zusammenkommen, was zusammengehört. Hier einmal näher kommen, hallo! Seid ihr Tabis? Ja. Zugegeben, etwas affig war die Veranstaltung schon. Aber die unerreichbaren Bananen und Navel-Orangen waren in all den Jahren des Mangels schon längst zum Mythos geworden. Hier einmal näher kommen, hallo! Das war natürlich ein Ausdruck von Dümmlichkeit oder von dummer Arroganz, dass man Menschen dort, ohne das zu reflektieren, plötzlich behandelt hat, als seien sie Affen im Zoo. Nicht? Die Menschen sind nach West-Berlin geströmt, was die Hauptstadt angeht, einfach weil sie Freude hatten, nun auch mit dem Empfangsgeld irgendetwas zu kaufen. Und ich bin gar nicht sicher, dass die meisten ausgerechnet Bananen gekauft haben. Ausgerechnet Bananen. Naja, sie haben die exotischen Früchtchen doch gekauft. Und wieder stellten sich die Kunden geduldig an. Keine Melonen, das ist ein Schikan von ihr. Ich selbst habe es erlebt, bei Öffnung der Grenzen, dass dann doch in den westlichen Städten, die wir zuerst besucht haben, Grenzgebiete dergleichen, jeder seine Banane in der Hand hatte, keine Bockwurst, keine Bratwurst gegessen hatte, ob Mutter, Vater, Kind oder wer auch immer, hatte eine Banane in der Hand und hat sie erst mal gegessen, hat so viel gegessen, dass dann wirklich erst einmal ein Stau da war. Das möchte ich sagen. Wir haben uns dann satt gegessen, möchte ich sagen. Für mich war das also ja, unglaublich, dass Stunden bevor der Verkauf losging, bereits unglaubliche Schlangen von Leuten dort sehr, sehr geduldig standen und darauf warteten, dass irgendwann der Verkauf der Bananen losgeht.
Und das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 3 verschiedene Säulen von Menschen. Und jede Säule war etwa 6 Menschen breit und mehrere hundert Meter lang. Ja, ich meine, wir haben nicht den Marktschreier noch geahmt. Dort zu der damaligen Zeit, wir hatten ja gar keine Zeit, da richtig hochzugucken. Da standen ja Menschentrauben über Menschentrauben von früh um 8, wo wir aufgemacht haben, bis abends um 7 ging das. Das war unmöglich dort. Man konnte keine Pause machen, das ging unentwegt dort. Die Händler rieben sich die Hände. Und auch die Satiriker gingen an die deutsch-deutsche Schmerzgrenze. Ein neuer Medienstar erblickte das Titelbild der Satirezeitschrift Titanic. Die Zonengabi. Vorausgegangen war halt diese Szene in Berlin mit den LKWs, den Bananenladungen, die in die Menge geworfen wurden. Und da war klar, also irgendwas mit Banane muss da kommen. Und das war das eine Motiv. Das andere waren die Fernsehbilder von den ersten DDR-Bürgern, die über Ungarn oder die Prager Botschafter in den Westen kamen, die dann also wirklich vor Glück nicht mehr einen auswussten, dass sie es endlich geschafft hatten. Und natürlich, wie so oft ist, die Fernsehkameras nehmen die, die am plakativsten sind. Und dann nahmen sie halt solche jüngeren Frauen, die also genauso aussahen, wie man es im Westen also wirklich schon lange nicht mehr sehen wollte. Hatten so blondierte Mini-Plee-Locken und hatten dann diese billigen Jeansjacken an. Und das sind die Bilder, mit denen wir konfrontiert werden und die uns inspirieren. Inspiration war das eine. Aber welche ostdeutsche Hausfrau hat sich eigentlich freiwillig zum Affen gemacht? Woher nun eine Zonengabi nehmen? wo wir halt aus dem Osten keine kannten, da ist mir aber eine junge Frau eingefallen aus der Stadt, aus der ich komme, aus Worms, die aber sich genauso aussah, wie man sich eben die Ossi-Braut vorstellte, beziehungsweise wie die Fernsehbilder das nahelegten. Und die dann die gebürtige Wormserin, also so weit weg, aber die dachte ich dann, die frage ich mal, ob sie vielleicht da mal Model machen könnte, ne, und diese Gurke da in die Hand nehmen sollte. Ne. Und dann habe ich mich mit der getroffen. Da hatte die allerdings eine relativ zivile Frisur, ne, so glatt und kurz. Und dachte mir, das geht nicht. Ne. Da haben wir gesagt, gut, du kriegst einen Friseur bezahlt, wenn du dir da die Mini-Plee machen lässt. Ne. Das sah grausam aus, aber sie hat es dann gemacht. Man kann sagen, dass eigentlich der Humor in der damaligen DDR eine größere Rolle gespielt hat. Die Solidarität, das Wort gab es hier gar nicht. Und der Humor, die Not hat zusammengeschweißt und hat auch gemeinsam lachen können. Ich kann also durchaus bestätigen, dass 90% der Besucher sich selbst über dieses Titelbild der Titanic, Zonengabis erste Banane, wie sie die Gurke hält, herzhaft lachen konnten. Nur wenige haben dann doch so ein bisschen ein saures Gesicht gezogen. Komm, Mr. Tallyman, tally me banana. Tja, dem Ostdeutschen war damals das Lachen noch nicht vergangen. Komm, Mr. Tallyman, tally me banana. Der Westreporter indes wollte durch investigative Umfragen am Ossi der Wahrheit auf die Spur kommen. Was kaufen Sie heute? Bananen, Kiwi, Mandarin für die Kinder. Okay? Dafür gaben wir auch vor der Währungsunion gerne die harte D-Mark aus. Allerdings wollte sich nicht jeder ostdeutsche Gemüsehändler gleich so richtig auf die neue Marktwirtschaft umstellen. Obwohl doch ausgerechnet der Handel mit Bananen die Lizenz zum Gelddrucken war. Das jedenfalls hat der Verkäufer aus den alten Ländern sofort erkannt. Deshalb kam er schließlich in den Osten. Und ich habe damals den Leiter vom Konsum, der das da alles organisiert hat, gefragt, wer vergibt eigentlich hier die Rechte auf dem Sachsenmarkt für den Verkauf? Dann hat er gesagt, wir. Ich sage, wer heißt wir? Er sagt, das Konsum. Dann habe ich gesagt, dann gebe ich Ihnen einen guten Tipp. Lassen Sie sich die Rechte geben und machen hier Verkaufsstände auf. Wenn dann die Wiedervereinigung voll da ist, können Sie gar nicht mehr verhindern, dass Sie Millionär werden. Und dann hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja, nee, wenn dann die Wende da ist, dann kriege ich nachher keine Bananen. Die Händler aus dem Westen waren schneller, als es um die schnelle Mark ging. Wir haben an sich einen goldenen Schnitt machen können hier in der Wendezeit, weil ja
die Leute alles gekauft haben. In Mengen, in unvorstellbaren Mengen. Die haben mir das nachgeholt, was sie in 30 Jahren nicht gekriegt haben. Ne? Plattenweise Pfirsiche, ja, 4, 5 Platten Pfirsiche und Taschen voll Bananen und Apfelsinen und Joghurt. Man hat sich damals gefragt, wo die das hinessen. Ne? Ach so, und freie Wahlen hatten wir ja auch lange nicht. Zum Wahlergebnis befragt, trumpfte ein wie immer gut vorbereiteter Altpolitiker mit einem tierischen Scherz auf. Ja, ein Argument für die Wahl ist das hier, nicht? Die schöne Banane. Und ich kann das auch verstehen, dass die Menschen, die hier lange da nach solchen Südfrüchten haben anstehen müssen, wenn sie überhaupt vorhanden waren, höchstens mal bei der Leipziger Messe, dass sie die gerne auch in ihrem Laden zu einem guten Preis haben wollen. Heute würde derselbe Mann sagen, ja, das diffamiert einen Teil der Wahlberechtigten, ne, in seinem staatstragenden Tonfall, den er mittlerweile hat. Und ich finde auch, ja, also entweder, wenn ich praktisch der 16 Millionen erstelle, sie wären wie die Affen bananengeil und tue das aber als Satire mit einer Stoßrichtung gegen eigentlich die Politiker im Westen, dann ist was anderes, denke ich, als wenn ein Politiker aus dem Westen das Gleiche macht. Und auch sagt, da drüben, die haben ja gar kein politisches Bewusstsein, denen geht es ja nur um das Fressen von Südfrüchten. Die Zeiten des großen Fressens und des grenzenlosen Reibachs waren längst vorbei. Die Bananenhändler mussten sich wieder strecken und um ihre Kunden werben. Geblieben sind Erinnerungen. Und ganz persönliche Analysen. Das hätte man damals die Leute meiner Meinung nach, besser auf Deutsch gesagt, gefüttert mit den Dingen. Dann wäre das vielleicht gar nicht so zum Tragen gekommen, dass die Leute so aggressiv auf die Straße gegangen wären. Oh, diesen Gedanken wollen wir lieber nicht weiterdenken. Wo soll das hinführen, wenn alles wieder rückwärts geht? Deo, Deo. Da gäbe es wohl bald wieder keine Bananen. Und wer will das schon? Das ist eine Palastrevolution, wenn die Banane mal verknappt werden soll. Und man weiß auch, dass sie insofern der beliebteste Ausländer ist, dass auf jeden Fall bis jetzt mir jedenfalls nicht bekannt geworden ist, dass je ein Molotow-Cocktail gegen eine Bananenreiferei geflogen wäre. Ganz im Gegenteil, das Bananenboot ist also noch lange nicht voll.